Hallo Freunde, zurück bei Zenith. Wir sind jetzt gerade aus dieser Hütte da oben gekommen. Nachdem wir aufgesagt sind und Alana uns ja ein richtig einen schönen Brief hinterlassen hat. Brief und eine schöne Bettnachbarin. Ja, so kann man das nennen. Und wir schauen mal gerade, wer hier hinten ist. Wer bist du? Oh, fliegender Händler. Hier drüben, Fremder. Hi. Ich habe ein paar seltene Dinge im Angebot, Fremder. Wussten wir was? Ihr seid Händler? Sehr gut beobachtet, Fremder. Auch wussten? Euch ist klar, dass dies ein weites Dorf inmitten der Wildnis ist und weit ab von allen Handelsstraßen liegt, nicht wahr? Was wollt ihr damit sagen? Ich mache zufällig gern Geschäfte in den weiten Dörfern. Das ist ja nicht so, als ob ihr viele Kunden haben werdet. Das ist eine Art, es zu betrachten. Ja, die gesunde Art, es zu betrachten. Ist es das? Eine Frage, braucht ihr Vorräte? Oh, ich könnte einige gebrauchen, ja. Und wem? Wollt ihr sie ungeachtet des Preises abkaufen? Euch ist klar, dass dies ein weites Dorf inmitten der Wildnis ist und weit ab von allen Handelsstraßen liegt, nicht wahr? Oh, das heißt, der Preis wird teuer. Na, Schach und Matt, Fremder. Wollt ihr euch meine Waren ansehen? Na schön, und ich heiße Argus. Was kauft ihr? Ja, was dann kaufen wir? Schauen wir da erstmal. Moment. Ja, 484. Wir verkaufen erstmal, würde ich sagen. Genau. Das, gib ihm all unser nutzloses Zeug. Das. Warum die Eisfrau? Die geht nicht. Kann man nicht verkaufen. Nee, die kann man natürlich auch nicht verkaufen. Wir haben zwar die Feuerfaust, aber. Moment, den behalte ich mal. Das kann weg. So, haben wir noch irgendwas? Da haben wir fast doppelt so viel. Ja. Mann, oh Mann. Und was kaufen wir jetzt? Heiltränke. Ja, natürlich. Viele Heiltränke. So. Was hat der gute Mann denn hier noch zum Angebot? Was ist das? Ein Fios. Ach, ein Fios, ja. Ja, habe ich auch zu Hause. Habe ich immer im Nachttisch liegen. Brauche ich jeden Morgen, ja. Was ist das? Ein Ring. Aber das sind doch die, die wir verkauft haben. Das haben wir doch gerade erst verkauft. So, das wäre gut. Ziemlich dämlich, das wieder zurückzukaufen. Ja. Meinst du, wir brauchen so viele Heiltränke? Wir brauchen, glaube ich, jede Menge Heiltränke, immer. Wir sind aber auch schon mit 5 weitergekommen. Ja. Aber es ist besser, mehr zu haben als zu wenig. Ah. Also das, womit sich mal wieder die Theorie bestätigt, dass je reicher man wird, man immer mehr haben möchte. So ungefähr. Aber jedenfalls, wo müssen wir denn jetzt hin? Da unten leuchtet was. Können wir nichts machen. Ich schätze, der beleuchtete Weg oben in die Ruine. Ja, das könnte sein. Na, Ruine, Kirche. Ja, es ist eine Kirche, schätze ich mal. Eine Kirche, ja. Der Friedhof. Ja, Kirche, Friedhof. Oder ein Kloster. Oh, gucke an. Komm schon. Geh schon auf. Es muss hier drin noch etwas Nützliches geben. Dieser Ort ist unheimlich. Ich hoffe, Temperus bestraft mich nicht und jagt mir keinen Dämon auf den Hals, weil ich seinen Tempel bestohlen habe. Hey! Ah! Oh! Du Vollidiot! Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen! Ah, sind wir heute ein bisschen schreckhaft? Das kannst du wetten. Dieses Dorf ist unheimlich und wir sind von Portalen umgeben. Wo sind wir überhaupt? Oh... Du erinnerst dich nicht? Wir sind durch einen Wasserfall gefallen und du wurdest schwer verletzt. Ich habe dich mit einigen Tränken wieder hingekriegt. Ich kann mich an den Wasserfall erinnern, ja. Also hast du mir das Leben gerettet? Warum? Was meinst du mit warum? Für was für ein Monster hältst du mich? Du bist vielleicht ein Arschloch,
Aber ich lasse dich deswegen doch nicht einfach so sterben. Entschuldigung, es ist nur... Naja, danke. Gern geschehen. Trotzdem sind wir immer noch in riesigen Schwierigkeiten. Wir sind von Portalen umgeben und ich wette, dieser verfluchte Bote fliegt noch immer in der Gegend umher. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wir können hier nicht einfach mit dem verdammten Zepter umherlaufen. Wir sollten nach Telos gehen und uns mit der Kanzlerin treffen. Kanzlerin Schwarzwind? Warum sollte sie sich mit uns treffen wollen? Ich bin... eine Agentin von ihm. Das erzählst du deiner Großmutter. Oh, hast du eine bessere Idee? Nicht wirklich. Momentan scheint es keine andere Option zu geben. Ich bin allerdings nicht gerade begierig darauf, in die Hauptstadt zu gehen. Warum nicht? Nicht so wichtig. Wir sollten los. Wo ist die Truhe mit dem Zepter? Oh, hier, in meiner Tasche. Wie hat die sich die Tasche umgehängt? Keine Ahnung, ich hatte jetzt gedacht, aber naja. Ist das Glitzer und Edelsteine? Ja, schön, oder? Funkelt ganz schön doll. Bei der Ausrüstung solltest du pragmatischer sein. Wir sind hier in der Wildnis, nicht auf einem verdammten Ball. Ach komm schon, es ist doch total schön. Ein bisschen Stil hat noch niemandem geschadet. Na schön, wie auch immer. Lass uns hier verschwinden. Was liegt da oben auf dem Altar? Kann man das sehen? Oh. Oder nicht? Aber sie wollte die Truhe da. Oh, sorry. Es ist staubig hier drin. Ja. Kann man die Truhe aufmachen? In so einer alten Kirche ist es immer staubig. Nee, ich kann gar nichts machen an der Truhe. Nein. Also ist da nichts drin, was... Mann, deine Orientierung hat aber noch ein bisschen gelitten von dem Sturz. Was wir haben wollen. Okay, Kanzlerin Schwarzwind. Na. Ich sag doch, deine Orientierung hat etwas gelitten. So, vielleicht sollten wir hier mal speichern, bevor wir weitergehen. Ja, weil gleich kommt bestimmt wieder irgendwas, wogegen wir kämpfen müssen. Bin ich mir relativ sicher. Das könnte gut sein, ja. Okay. Ich wollte es überschreiben. Warum überschreibst du nicht? Ach, jetzt hast du es überschrieben. Okay. Dann kann es ja weitergehen. Na. Ja. Wohin jetzt? Hier vorne lang? Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ah ja. Vielleicht ist sie auch gar nicht die Agentin, sondern die Tochter von dem Kanzler. Naja, sie kann alles Mögliche sein. Ja, super. Guck mal. Portale, mordende Bäume. Jetzt, wir sind jetzt wieder, ich glaube... Und ein paar Menschen mit überdimensionierten Riesenschwertern. Die haben doch irgendeinen Komplex. Ja, wir sind schneller als der Baum. Haha. Ja, wir sind schneller als dieser Kämpfer. Guck dir dieses Riesenschwert an. Mann. So, mal sehen. Ach, wir sind wieder... Der ist cool. Guck mal da. Ja. Das ist der Vorläufer. Das ist die Wiedergeburt von Lemmy. So ähnlich, ja. Ach, das ist Alana. Okay. Lass uns mal mit denen reden. Ja, warte jetzt. Willkommen in der Wand. Es gibt immer jemanden, der die Bar bewacht, sogar nachts. Wie kann ich euch behilflich sein? Was brauchen wir? Drink? Zimmer. Eine Pause. Nee, ein Plüsch. Ich brauche einen Drink. Bitte sehr. Meine Güte. Ja, der neigt sich aber weit nach vorne, ehe das nach hinten kippt. Tja, willst du? Oh, guten Tag, Werte. Würdet ihr so freundlich sein und mir euren Namen verraten? Ach, was Windel, worum geht's? Oh, herzlichen Glückwunsch, Argus. Die Gebrüder O'Reilly
verleihen euch voller Stolz den Spezialpreis für den millionsten Kunden. Oh, das ist ein Wunschler. Bitte nehmt diese Radianten an. Wir wetten, dass ihr bereits wisst, wie ihr sie ausgeben werdet. Ach, wirklich? Genau, O'Reilly. Es gibt keine größere Entscheidung als diese, mein Herr. Ah, guck mal, der hat da irgendeine grüne leuchtende. Ja, und hast du, siehst du, was das Ding kostet? Oh. Nee, Hoppala. Also, lass mal. Ist ja nett. Wer bist du? Hallo? Jemand, der komische Bewegung mit der Hand macht, mir einen Becher da. Ah, du siehst wie ein Abenteurer aus. Ich war auch mal ein Abenteurer wie du. Na dann, geschahen schreckliche Dinge. Schreckliche Dinge? Nun, das passiert normalerweise bei Abenteuern. Du verstehst es nicht. Ich komme aus einem entfernten Land. Ein schöner Ort. Alles schien ziemlich normal. Es galt, die Welt zu beschützen und Verbrecher zu töten. Das Übliche. Doch dann fing die Welt an, sich zu verändern. Sich zu verändern? Ja, erst waren es kleine Dinge. Meine Schwerter sahen ein bisschen besser aus. Alle bewegten sich eleganter und die Farben leuchteten mehr. Nette kleine Details. Ja, es geriet außer Kontrolle. Eines Tages begannen die Leute komische, farbige Frisuren zu tragen. Und dann kamen plötzlich die nackten Frauen. Ich weiß nicht. Eines Tages trugen plötzlich alle Frauen knappe, freizügige Kleider. Sogar die Rüstungen und ihre Körper. Mensch, du würdest es nicht glauben. Das klingt doch gar nicht so übel. Das mag vielleicht von außen so scheinen. Aber es war echt ein bisschen überwältigend, sag ich dir. Es war so, als ob man in der kranken Sexfantasie von jemand anderem leben würde. Wenn du es so sagst. Und dann wurde alles noch schlimmer, viel schlimmer. Eines Tages bin ich wieder nach Hause zurück zu meinem Partner. Und da war, oh Gott, da war dieses Pony. Pony? Was war das Problem? Du verstehst es nicht. Wie solltest du auch verstehen können? Selbst ich kann es kaum glauben. Was? Was, ein totes Pony oder sowas? Eine Warnung einer Verbrechergang? Nein, nichts dergleichen. Ich kann nicht darüber sprechen. Ich muss gehen, um niemals zurückzukehren. Ich würde sagen, dass du verrückt bist. Aber deine Augen sagen mir, dass du durch die Hölle gegangen bist. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, du findest deinen Frieden. Danke. Jetzt möchte ich mal allein sein, bitte. Genau. Und meinen unsichtbaren Drink kippen. Ja. Wie schon die ganze Zeit. Er tut so, als würde er eine Dose aufmachen. Die Magier des Infinigans sind ein Haufen Verrückter. Die gottverdammten Infinigen-Magier haben fast die Welt zerstört. Warum lassen wir sie in die Koalition, die hätten zusammen mit dem Imperium verschwinden sollen? Oh, was für ein nettes Gasthaus für einen kalten Tag, was? Ein bisschen Met käme jetzt gelegen. Meint ihr nicht auch? Ich trinke keinen Alkohol. Lass mich in Ruhe, Min. Min? Min, ne Menge Humus. Humus? Ja. Kleiner, ich hätte gern Humus. Ja. Das gibt's in Hülle und Fülle auf dem Waldboden, wenn ihr das wollt. Die lokale Gastronomie ist nicht sehr kultiviert. Ich bin auch lokal.
Ja, natürlich seid ihr das. Oh, ein Haufen verrückt. Ich hoffe, die Homogenie will den begrabenen Konflikt nicht wirklich wieder aufleben lassen. Den konnten wir schon zu Kaiserzeiten nicht standhalten. Nee. Red mal mit Alana, ich glaube, die ist die einzig vernünftige gewesen. Die Kanzlerin ist großartig. Ohne sie gäbe es die Phönix-Koalition gar nicht erst. Red mit Alana. Wir sollten ein Zimmer reservieren. Das ist ein schöner Ort. Ja, so viele mental gesunde Leute hier. Willkommen in der Wand. Es gibt immer jemanden, der die Bar bewacht, sogar nachts. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich hätte gerne ein Zimmer. Der Korridor da drüben. Genießt euren Aufenthalt. Oh. Schau, Alana ist schon vorgerannt. Ja, offensichtlich. Sie ist vorgeschwebt, oder? Wie auch immer ist das der Korridor? Sie ist sehr müde wahrscheinlich. Boah, oder die kann sich beamen. Das kann natürlich auch sein. Das Boah, guck dir das Zimmer an. Ist das romantisch. Da steht Essen. Da ist ein Kaminfeuer mit einem Bärenfell davor und ein riesiges, weiches Bett. Naja, aber... Ha? Und es schneit draußen. Aber die Alte ist, weißt schon... Und es hängt ein riesiger, gehörnter Totenkopf über dem Kamin. Ja, nichts kann die Stimmung besser anhalten. Nee, das stimmt. Und man kann speichern. Ja, das tun wir auch gleich. Ah, wunderbar. Nichts ist besser als eine warme Feuerstelle nach einem langen Abenteuertag im Schnee. Was gibt's hier sonst noch? Nichts weiter. Du wolltest dich ausruhen. Ja... Wir speichern jetzt aber erstmal. Denke mal, wir werden jetzt schlafen. Es wird, denke ich, immer noch nichts passieren. Ja, das könnte sein. Aber wir werden jetzt mal einen kleinen Cut machen. Die letzte Folge hatte Überlänge, dann kann diese vielleicht auch mal eine Minute kürzer sein. Weil bevor wir jetzt irgendwo hinrennen und dann wieder Stunden unterwegs sind, ruhen wir uns erstmal aus. In diesem wunderschönen Hotelzimmer. Wir gehen jetzt schlafen. Mit Alana vielleicht. Ruhen unsere müden Knochen aus. Wahrscheinlich dürfen wir auf dem Bärenfell schlafen und Alana nimmt das Bett oder so. Na, wir gucken. Wie auch immer. Also dann. Gute Nacht. Habt viel Spaß. Schlaft schön. Wenn ihr jemanden habt, der das Bett mit euch teilt, dann seht zu, dass ihr nicht auf dem Fußboden schlafen müsst. Ja. Seid nett zueinander. Genau. Bis dann. Tschüss. Gute Nacht.